Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß euch. Dem Anduin und den Santa Blanca Kartell da voraus. Naja, wir versuchen gerade wieder einiges aufzudecken. Da gibt es jetzt ein Rufzeichen, oder? Das Rufzeichen wandert. Entschuldigung, musste kurz niesen. Da ist wieder einer. Markiert. Tango Nummer 3. Ich sehe gar nicht. Da ist noch einer. Der versteckt sich da sehr. Ich glaube, ich muss Position wechseln. Dass ich ein bisschen was sehe. Dazu sehe ich mal gar nichts. Im hohen Gras ist es sehr schwierig. Okay. Ich markiere die beiden, die ich sehe. Ja, markiere noch. Ah, der ist gerade hinter. Ich habe da einen noch nicht sichtbar, den möchte ich noch aufdecken. Ja. Bevor wir starten. Jetzt ist es fünf. Okay. Und den dritten sehe ich auch noch. Gut. Das ist ein Glücksschuss, glaube ich. So, den am Steg draußen würde ich. Auf den 1, auf den 2er habe ich keines. Auf die einmal da. Der hat sich da ganz nah bei dir bewegt, den habe ich auch nicht. Den habe ich auch. Den würde ich gleich als erstes nehmen. Einen Moment, da bewegt sich gerade einer durch die Runde. Ja, der bewegt sich da gerade kacke. Ein ruhiger Vogel, aufpassen! Dann nächsten Busch. Schon eingeblendet. Sehr gut. Und geht schon wieder weiter. So, ich nehme den draußen am Steg. Moment. Und das du in Einser. Sehe ich gerade noch, ja. Warte mal. Besser. Jetzt geht der da weg. Nein, der, was bei mir in der Nähe ist, den. Gut, ich mache jetzt nochmal den im Steg draußen. Okay. So, komm. 3, 2, 1. Tango getroffen. So. Weg. Geputzt. Alles weg. Geschafft. Alle noch ganz. Ah, okay. Das Rufzeichen ist ein Notebook. Das ist bei weitem nicht so schlimm wie die Santa Blanca-Leutens, die dann immer abhauen. Was können wir? Bonusorden und Nachschubüberfälle. Nehmen wir die Bonusorden. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie einem ihrer Kollegen verleihen wollen. Passt. Okay. Ist das für mich auch gleich? Ja. Das ist immer für beide. Und da ist irgendwo da ist da Munition. Genau. Ah, da. Da raus. So, das nächste cool. Rufzeichen ist entlang des Flusses nördlich von uns. Okay. Was willst du lieber? Boot, Auto, Hubschrauber? Boot. Boot finde ich total cool. Wo ist Boot? Da. Du fahren? Da. Ja. Na, das zeigt zum Passagier an. Hallo. Ah, Fahrer, ja. Da war's. So geht's auch. Okay, ich fahre. Stück in Norden. So, wir haben 300 Meter Entfernung. Du kannst dann schon Richtung Ufer, glaube ich, reinbiegen, nicht dass wir zu nah rankommen. Jetzt musst du das schon sehen vorne. Auf der Minimap. Ja,
nicht auf der Seite, auf der rechten. Ja, also werde ich da gleich. Ah, das dreht sich, das ist gar nicht so einfach. Hier ist ein Sicario, dicht bei dem Heli. Okay. Ich bin knapp hinter dir. Ich sehe noch einen Tango. Schießt du schon? Auf einen Einser habe ich markiert. Gut, dann. Moment, ein bisschen in die Höhe. Ich kann einen Zweier nehmen, wenn es den schlecht sieht. Ja, den sehe ich schon. Also der, was nicht markiert ist. Mhm. Geht's? 3, 2, 1. Ein weniger. Sehr schön. Information wieder. Nachschub. Alles mal also Munition. Mhm. Und dann weiter zum nächsten. Ich glaube, ich kann mal abdrehen. Mittlerweile morgen. So. Das Kartell will ein paar abgelegene Basen cool mit Nachschub versorgen. Sie betanken gerade ein Transportflugzeug. Wir könnten den Rebellen Gefallen tun. Das Flugzeug mit den Vorräten stehlen und zu ihnen fliegen. Ganz einfach. Okay. Dann schauen wir mal auf der Map, wo das nächste wäre. Ja, die Fertigkeitenpunkte könnten wir da gleich machen. Mhm. Direkt vor uns. Ist, glaube ich, auch nicht weit. Ja. Das können wir durchaus laufen oder mit Jeep fahren. Höre ich da schon wieder einen Hubschrauber? Mhm. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Nordosten ist er gerade vorbeigeflogen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich höre ihn noch, der kreist. Fliegt schon Richtung Norden weg. Okay, ist schon weg. Ich höre ihn schon wieder. Wenn die hier also das ganze Pulver machen, haben die auch mehr Kanonen, oder? Darauf kannst du einen lassen. Die Unidad hat ihre Finger sicher auch im Okoro-Business. Ist das eine Hanfplantage? Ja, ich glaube. Es schaut irgendwie komisch aus. Ja, ja. Wenn du willst, kannst du ja da gerade voraus und die liegen mir wieder so in so einem rechten Winkel ungefähr. Okay. Ich bleib da mal bei den Büschen und Bäumen und deck einiges auf, wenn geht. Ach, du deckst schon auf. Nein. Nein? Dann da ist noch ein Tango. Hab ein drittes Ziel. Markieren Hauptmann. Ziel Nummer 5. Hallo! Hallo! Gehst
bin am Stein oberhalb. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite immer nur ein paar aufzudecken. Einen Moment. Mhm. Da ist so, noch einer. Da sehen wir nicht rein. Da sehen wir nicht rein. Da müssen wir weiter rüber. Ja, da sehe ich überhaupt nichts. Gefährliche sind immer die, die man nicht lokalisiert. Ich krabble mal vom Steinchen wieder runter. Achtung, zwei sind. Ja. Na, passt. Ich komme mir vor wie irgendein Krabbelkäfer. Jetzt ist er da. Okay. Ich habe da sehr schöne Sicht auf. Soll ich markieren? Markier mal den, den du siehst. Passt, dann nehme ich gleich den. Und da unten sehe ich auch einige. Der bewegt sich jetzt weg. Den sehe ich auch. Er kommt vorauf zum Einsatz. Mhm, den sehe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, du siehst keinen von beiden. Nein. Jetzt müsstest du den Einser sehen. Ja. Passt, nehme ich in Zweier. Mhm. Da kommt gerade der Leutnant drauf zum Einser. So, jetzt bewegt sich der Leutnant. Ja, jetzt geht der Einser rein in den Raum. Aber du könntest. Okay. Nein, so sehe ich. Ja, passt. Ich habe da jetzt zwei, die ich sehe. Der geht jetzt da auch, glaube ich, rein. Der ist, glaube ich, unbeobachtet. So, ich könnte den Leutnant nehmen. Ja, geht? Ja. 3, 2, 1. Django ist tot. Sehr schön. Verstärken. Ach, kacke, da gerade immer an dem Gebäude da herum. Komm lieber da. Hab ihn. Ah, sehr gut. Okay, die Luft ist rein. So. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Okay. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das blaue Teil dort. Mhm. Ja. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Haben wir es. Jupp. Das wäre dieser Standort gewesen. Jetzt nehmen wir den da. Da könnten wir mit einem Boot hin. Okay, werden wir gleich eins finden. Ja, ja, wenn wir die Straße da entlang laufen, kommen wir zu einem Stützpunkt von uns. Von uns einen Stützpunkt? Ah, ja, genau. Das stimmt. So, da gibt es eine Munitionskiste, tatsächlich. Mhm. Also. Hier, da unten liegt das Boot, genau.
ist das da für eines? Auch so ein Deckhuser. Ja, dann ist sie gegangen. Willst du wieder fahren? Mm-mm. Nein? Mm-mm. Dann fahre ich. Jetzt, ja, passt. Ich war mir nicht sicher, ob ich den richtigen Hintergrund habe. Kennst du das Lager? Ja, da waren wir mal. Armadillo. Wie Jungle Club herum. So, da sind ja sie auch schon die Vorderen vorbei. Mhm. Ja, genau. Hoppla. Schluss an den Außenborder. Wupp. Na bitte. Aha. Es rollt gleich weg. Mhm. Ob man das Teil nochmal starten kann? So, ich glaube nicht, dass das allzu viele sind da. Zwei, drei werden wir gleich haben. So. Und unten am Steg hatte ich einen gesehen. Der ist jetzt, der wird verdeckt. Für mich verdeckt vom Haus. Ich wechsle ein bisschen die Position da. Ich markiere die beiden mal mit 1 und 2. Oh. So. Ja, 2 würde ich schön sehen. Nein. Könnten wir schon wegnehmen. Den 1er sehe ich gerade gar nicht. Wir nehmen 2 einmal weg. Und die anderen 2 sind gerade nicht in Sichtweite. Da kommt jetzt einer. Ach. Ach, ich schieße aber daneben. So, den haben wir. Das war's. Die hast alle du genommen. Sauber. Alles Paletti? So. Nein, den einen hast du gehabt. Echt? Ja, der war's. Mit der 1 gehabt. Was ist das nächste? Ich glaube, wieder den Fluss entlang. Ja, kommt da oben dann wieder so ein Heli-Standort. Ah, das kann man laufen, glaube ich. Ja, das. Ein Jeep wäre da. Oder ein bisschen mit Motorrad? Kannst du gerne. Ich probiere es mal. Ja, das Motorrad. Ups, nein. Ich nehme das Motorrad. Du sollst darüber, Mausi. Ich bin im Graben, ich sitze fest. Ich werde drauf. Ich werde mich da gleich hinter dem Stein. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Moment. So, ich habe den in der Hütte drin. Sehr schön, dann bitte nimm du den in der Hütte, weil den sehe ich nicht. Ja, sag an. Warte. Ah, das geht nicht. So, warte, von mir aus geht. Ja. So, jetzt ist er wieder schön drin. Passt. Ich meine, er bewegt sich gerade. Einen Moment. Mhm. Jetzt 3, 2, 1. Der Tango ist hin. Mit der Munitionskiste. Mhm. Ich komme nicht an die Munitionskiste. Liegt ja davor. Mit seiner Waffe. Na, hilf dabei. Egal. Egal. Du Idiot, du. Ja. Etwas nördlich von unserer Position, gleich der nächste Fertigkeitenpunkt. Da könnten wir mit dem Jeep wieder hin. Mhm. Oder mit dem Heli. Ja, genau, das macht voll den Sinn. Die 900 Meter.
Spezial bei DJ Perico am Telefon. Die schönste, das ist zwar noch nicht das, wo wir hinwollen, aber die können wir gleich mal mitnehmen. Ich hab noch ein Tango. Okay. Liegestütztypen? Ja, ich merk's. Bei mir sind die genau hintereinander. Da ist noch einer. Noch ein dritter. Den hätte ich nicht gesehen. Also auf den hätte er eine super Schusslinge. Und okay, auf den, der gerade auf uns zukommt. Auf den habe ich auch. Ich werde um den Kamm herumgehen. Vielleicht sehe ich den Liegestütztypen überhaupt nicht. Den könnte ich nehmen. Ein Liegestütztyp? Ja. Okay, ich sehe den oben am Berg und ja, passt, den unten. Gut. Gut, dann nehme ich den oben. Der. Ja. Aha, da steht. Zog an. Ah, Achtung, Achtung. Jetzt haben wir zu lange. So, jetzt geht's wieder. 3, 2, 1. Abschuss bestätigt. Schön. Sehr schön. Geschafft. Alle noch ganz? Alle ganz. Mhm. So. Weiter geht's. Da fahren wir kurz vorbei. Da ja, bitte. Aufnehmen so. Ja. Nix da, oder? Nö. Steck aus. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder auf Plan. Und sogar auf dem Weg. Schau. Noch sind wir nicht. Jetzt sind wir drauf. Okay. Ich steig aus. Yep. So, der Felsen ist ja super. Eine kleine Gruppe Tangos. Was? Ich sehe gar nichts. Da ist sicher einer im Turm drin. Beweg mich dann mal ein Stück kurz runter. Mhm. Ich bewege mich ein Stück darüber. Ja, das, ich sehe noch immer nicht rein in den Turm. Nein. Jetzt sollte man dann gleich sehen. Wir kennen eine kleine Gruppe Freunde. Ja. So, einer und da ist noch einer. Okay, der im Turm geht gerade raus. Mhm. Welchen siehst du schön? Der beim Auto. Gut, dann nimm du den beim Auto, ich nehme den beim Turm. So gar nicht. Jetzt sehe ich ihn wieder gar nicht. Jetzt sehe ich ihn. Achtung, der aus dem Turm kommt jetzt drunter. Mhm, den sehe ich auch. Ja, du musst mir nur sagen, welchen du hast jetzt. Den nimmst. Unten beim Heli. Passt, gut, dann zähl an. 3, 2, 1. Tango getroffen. Achso, jetzt warten wir. Scheiße, Männer. Oh Gott. Muss nachladen. Einen Moment. Okay. Erledigt. Runter geht's. Mhm. Yippie, da wird gehüpft. Einmal Punkte. Hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Und Munition. Musst du aufs Klo? Ich? Ja. Warum? Da ist ein Klo, ein Mobi-Klo. Ah ja. Ein schönes blaues. Herrlich. Ja. Hätten wir es wieder.
Und als nächstes steht dann eine größere Mission an, aber die gibt's in der nächsten Folge. Wessen Worte waren's? Ich glaube. Meine? Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra, der Sniperin, und dem Anduin, dem Laubfrosch. Okay. Ciao und ciao. Happy Gaming. Ciao, ciao.